Ja, hallo und herzlich willkommen in Bens praktischer, jetzt mit Flutlichtanlage ausgestatteter Outdoor-Sachen-Präsentierstation. Mit dem Präsentationsbalken. Ach, ich bin so stolz auf mich, dass ich mal auf diese Idee gekommen bin. Weil hier kann ich nämlich unabhängig von Tages- oder Nachtzeit, abgesehen davon, dass sie dauernd Leute vorbeilatschen, was ein bisschen unpraktisch ist, aber gut, ich bin es langsam gewöhnt. Man muss diesen Mist nur jahrelang machen. Irgendwann, selbst wenn man ständig im Wald hockt und eigentlich kaum jemand begegnet, summieren sich dann doch die Begegnungen so weit auf, dass man sich dann so weit dahingehend dran gewöhnt, dass ja, man sich dran gewöhnt. Ja, egal. Was ich jetzt kurz mal machen wollte, beziehungsweise euch zeigen wollte, war, wie man sich eine glorreiche, absolut idiotensichere für Materialkosten von 50 Cent vielleicht, ach, was nicht mal, eine schöne Petroleumfackel baut, beziehungsweise eine Petroleumlampe eher. Und was braucht man dazu? Eine Küchenrolle, also ein Stück Küchenrolle, alternativ ein Taschentuch. Hätte ich jetzt auch gerade nötig, aber ich habe nur dieses Ding und das muss ich jetzt für was anderes verwenden. Dann braucht man irgendein Lampenöl, Petroleum, scheißegal, kann der billigste Mist sein. Das macht überhaupt nichts. Und man braucht ein handelsübliches Schweizer Taschenmesser mit, also dieser Dicke hier mit den üblichen Funktionen und darunter sollte sich zumindest mal eine Ahle befinden. Ne? Ich hoffe, man kann sie sehen. Und damit sticht man hier ein Loch in den Deckel. Ne? Also Marmeladendose. Irgendeine Marmeladendose oder irgendeine ähnliche Dose reicht vollkommen aus. Und da muss man nur noch ein Loch, wie gesagt, in den Deckel biegen. Und jetzt sollte man vorsichtig sein. Also ich habe das Loch schon vorgestochen, deswegen ging das jetzt auch so leicht. Ne? Wenn man nämlich mit dem Klingenbereich von dem Teil, ne, das ist hier ja ein bisschen angeschliffen. Das sieht man jetzt nicht, weil es außerhalb von meinem Scheinwerfer ist. Aber das kennt ihr ja, ne? Wenn man mit diesen Dingen arbeitet und da drin rumdreht, dann macht man sich hier eine relativ schöne Scharte in diese Klinge, in diesen angeschliffenen Bereich. Deshalb würde ich empfehlen, alle ganz durchstecken und mit dem hinteren, nicht mehr angeschliffenen Bereich arbeiten. Weil dann kann man da schön drin rumdrehen und sich sein Loch vergrößern. Ohne sich die Klinge, die da in Anführungszeichen dran ist, irgendwie kaputt zu machen. Trotzdem muss man es ein paar Mal reinstechen und halt dann versuchen, das Löchlein ein wenig größer zu bekommen. Irgendwann ist auch die Grenze erreicht, wie groß man denn das bekommt mit dieser Ahle. Das hat leider. Dann, man kann es sehen, bei diesem Durchmesser ist ungefähr Schluss. Wenn man das jetzt noch größer haben möchte, was durchaus ja sein kann, dann muss man halt versuchen, das mit irgendeinem anderen Werkzeug hinzukriegen. Ich würde jetzt mal spaßeshalber den Dosenöffner probieren. Oh ja, das geht gut. Natürlich leidet dann auch so ein bisschen der Dosenöffner. Aber hallo, das ist der Dosenöffner. Wenn der für sowas nicht da ist, dann weiß ich es auch nicht, ne? Also mal abgesehen vom Doseöffnen. Also das halte ich euch jetzt gar nicht großartig spektakulär in die Kamera, das kann ja jeder Idiot selber, ne? Also das können wahrscheinlich die anderen Idioten eh besser als dieser Idiot, der hier in seiner Flutlichtanlage, auf die er unglaublich stolz ist, steht. So, jetzt brauchen wir einen Docht. Und da müssen wir jetzt halt eben entsprechend gucken, dass wir halt ein bisschen Küchenpapier, dass das da auch noch so reinpasst, so ungefähr. Den Müll nehmen wir mit, wer das noch aus dem anderen Video kennt. Vielleicht brauchen wir den nachher noch zum Naseputzen. Das ist vielleicht ein bisschen. Ja, ich mach's mal auf volle Länge. Versuche das da jetzt mal reinzufriemeln. Funktioniert sogar. Da kann man jetzt natürlich auch wieder seine Ahle nehmen. Ne? Zack. Ich komme mir schon vor wie der Felix Immler heute. Also kein Vergleich, ja? Der hat handwerkliche Fähigkeiten. Ich nicht, aber ich benutze ein Schweizer Taschenmesser. Ja, da so ungefähr. Da ist jetzt schon einiges an Material drin, das ich dann entsprechend vollsaugen kann. Ja, machen wir noch ein bisschen rein. So,
Und jetzt haben wir da noch was überstehen. Und da wir ja unserem praktischen Universalgerät hier eine Schere haben, also ich zumindest, schnibbeln wir das mal ab. Gar nicht so einfach, aber funktioniert. Welcher interessante Vogel ist jetzt unterwegs? Na, nichts in Sichtweite. So, das ist jetzt nicht schön, das macht aber nichts. Das braucht auch nicht schön sein. So, Müll nehmen wir mit. Wobei Küchenrolle zugegebenermaßen ziemlich schnell verrottet. Aber trotzdem, muss ja nicht sein, ne? Dieser ganze Rauch, der da dauernd zu sehen ist, daran bin ich schuld, ne? Ich bin heute Raucher. So, Deckel ab. Lampenöl rein. Schön vollsaugen lassen. Ne? Zudrehen. So, und im Grunde steigt das da jetzt schon langsam hoch. Es dauert halt jetzt nur ein ganzes Weilchen. Und deswegen mache ich jetzt einen Schnitt. Okay, ich nehme wieder zurück. Es dauert doch nicht ein ganzes Weilchen. Das ging jetzt vielleicht eine Minute und das Ding trieft vor Petroleum. Kennt ihr den Spruch? Rums, da fiel die Lampe um. Alles voll Petrolibum. Nein? Ich glaube, der ist ungefähr so alt, wie meine ältesten Verwandten, die mir den mal erzählt haben. So, keine Ahnung, ob hier noch genug Feuerzeug drin ist. Also das ist wieder mein kleines EDC-Schlüsselbund-Feuerzeug. Reicht. Tada! So, und je nachdem, wie lang der Docht ist, haben wir jetzt ein mehr oder weniger übertrieben schönes Lichtquellen-Objekt. Ja, das ist jetzt die etwas übertriebene Version. Ich muss gestehen, so übertrieben hatte ich das jetzt gar nicht erwartet. Also man kann sich da wirklich für kein Geld eine entsprechend coole Lichtquelle zusammenbauen. Achtung, nicht im Hause benutzen. Und ein Küchenrollentuch-Docht hebt nicht ewig. Besser wäre natürlich ein Stück Stoff. Ein richtig schöner Baumwolldocht oder irgendwie sowas, wer sowas besitzt. Man kann so Ersatzdochte für die guten Petroleumlampen, die Feuerhand-Petroleumlampen zum Beispiel, der Klassiker seit, keine Ahnung, 120 Jahren oder was. Sowas kann man auch für immer noch relativ wenig Geld kriegen und sich dann da eine deutlich professionellere Petroleumlampendose zurechtbauen. Kann man, muss man aber nicht. Weil wie gesagt, so ein Küchenrollendocht, der hebt nicht ewig, aber das muss man ja auch nicht, der kostet ja quasi nichts. Wenn ich so drüber nachdenke, stelle ich die Flasche mal woanders hin. Und um meiner Verantwortung jetzt doch noch ein bisschen gerecht zu werden, noch ein paar wichtige Sicherheitshinweise natürlich zu diesem Ding. Also, erstens mal sollte einem klar sein, das ist im Grunde ein Molotow-Cocktail. Also lasst euch das mal im Hirn ein wenig hin und her schwappen, dieser Gedanke, und macht euch klar, potenziell ist so ein Ding richtig, richtig, richtig scheiße gefährlich. Ne? Also da muss man schon entsprechend das im Hinterkopf behalten, was nicht damit man das Ding doch mal schmeißt, sondern damit man weiß, was die Möglichkeiten, die Gefahren sind, die von so einer Petroleumlampe hier ausgehen. Ne? Zweitens, man sollte natürlich nicht mit so einer riesen Flamme arbeiten. Das mache ich jetzt A, weil ich es mal wissen wollte. Und B, weil natürlich gibt es jetzt auch mehr Licht. Und das funktioniert jetzt zum Filmen halt schon vergleichsweise gut. Mit so einem ganz kleinen Flämmelchen, da könnte ich jetzt natürlich jetzt wieder nur ganz hundsmiserable Aufnahmen eben entsprechend zustande bringen. Und so, ja, da geht schon was. Ne? Dann sollte einem noch klar sein, dass man selbstverständlich darauf achten muss, dass dieses Ding auf jeden Fall absolut gerade und absolut sicher steht. Und in der näheren Umgebung sollte sich auch nichts natürlich Brennbares befinden oder sonst irgendwas, was vielleicht in der Lage ist, dass man dran stößt und dann das Ding hier umstößt. Man sollte dann zusätzlich eben noch darüber sich im Klaren sein, dass für diese Form von Feuer genau das gleiche gilt wie für jede andere Form von Feuer auch. Es ist verboten, offiziell. Ne?
Und das muss einem auf jeden Fall auch immer klar sein. Praktisches Risiko, dass man damit jetzt aus Versehen den Wald anzündet, ist bei großer Trockenheit auf jeden Fall gegeben, ist sogar ein sehr großes Risiko. Das heißt, wenn wir so ein Ding benutzen, dann bitte bloß bei Waldbrand Gefahrenstufe ganz, ganz jenseits von auch nur ansatzweise vorhanden. Also sprich, wie bei mir jetzt, wo es gerade mit regnet und alles wirklich absolut klatschnass ist, dann kann man tatsächlich auch, meiner Meinung nach, ziemlich gefahrlos mit einer Petroleumlampe hantieren. Selbst wenn ich das jetzt in den Wald kippen würde, mal abgesehen davon, dass Petroleum generell nichts ist, was man in den Wald kippen sollte, völlig unabhängig davon, ob es gerade brennt oder nicht, einfach wegen, ne, nicht unbedingt so gesund für die Umwelt. Das würde schon noch weiter brennen, aber es würde nicht im Ansatz ausreichen, so ein kleines Glas, um jetzt hier wirklich einen Waldbrand zu verursachen. Bei alles tropfend und triefnass, das ist absolut unmöglich. Man müsste jetzt hier wirklich schon mit Napalmbomben und Ähnlichem ankommen, also wirklich massivsten Aufwand betreiben, um bei dem Wetter jetzt gerade einen Waldbrand zu verursachen. Ne? Also, das ist als Einzelperson ist das nicht machbar. Das ist echt nicht möglich. Und das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Kann man die Frage für sich guten Gewissens so beantworten wie ich jetzt? Geht gerade ein Waldbrand? Nee, ist wirklich unmöglich. Und dann kann man theoretisch auch mitten im Wald mit so einer Petroleumfackel hier rumspielen. Und ansonsten würde ich aus Sicherheitsgründen tendenziell davon abraten. Natürlich ist das nochmal was anderes in eben solchen Hütten. Sollte man eigentlich natürlich jetzt auch vielleicht nicht unbedingt machen, aber es ist da auch nochmal zu differenzieren, wer man eigentlich ist. Ist man eine Einzelperson, die sich genau darüber im Klaren ist, dass so ein Ding potenziell gefährlich ist und die es ständig im Blick hat und dauernd beobachtet und nicht davon rennt, solange dieses Ding brennt, ne? Also nicht mal eben rausgehen, pinkeln, das wäre schon zu lange weg, immer 100% immer, auch nicht mal für 5 Sekunden, das Ding beaufsichtigen und immer sicher sein, dass da auf keinen Fall was passieren kann. Und wenn man es dann doch mal löschen muss, dann sollte man dafür halt eben geeignetes Material dabei haben, zum Beispiel eine Löschdecke, dass man sowieso eine Decke dabei hat, die man dann auch als Löschdecke eben benutzen kann. Oder Topfsand, Eimersand, ne? Bisschen Kies, den man auch irgendwie gesammelt hat und sich dann ein Häufchen anlegt und hat dann am besten noch eine Schaufel dabei und so weiter und so fort. Also da gibt es kreative Möglichkeiten, was man da alles an möglichen Sicherheitsvorkehrungen treffen kann, um da eben jetzt keinen Unsinn mit anzustellen. In meinem Fall wäre Löschdecke, ich habe da so ein bisschen was im Rucksack. Das würde auf jeden Fall zwar danach nicht mehr für irgendwas anderes zu gebrauchen sein, aber hierfür jetzt noch reichen, um das dann im schlimmsten Fall auszubekommen. Und außerdem, auch nochmal wichtig, man sollte für so eine Öllampe dann auch wirklich nur Lampenöl benutzen und keinesfalls Benzin, weil das wird zu krass. Das wird wirklich krass. Das habe ich, als ich nochmal jünger war, auch mal ausprobiert. Und das nimmt also wirklich schnell Ausmaße an, die sind wirklich dann nicht mehr gut zu heißen. Diese Flamme hier, die ist ja auch schon übertrieben, aber die kann man ja vielleicht noch einigermaßen ethisch-moralisch rechtfertigen, wenn man ein Trottel ist, so wie ich. Aber mit Benzin, da hört es dann auf, der Spaß. Ne? Also das ist dann völlig vorbei. Was Gutes ist übrigens, auch gerade aus Sicherheitsgründen, sollte man das immer im Hinterkopf behalten, es ist möglich, das Teil problemlos von A nach B zu bewegen. Also vorsichtig, selbstverständlich. Aber man braucht da keine Handschuhe oder sonst was. Das Glas unten ist absolut kalt. Das ist nicht mal ansatzweise warm. Ne? Also kann ich eine Stunde in der Hand halten, theoretisch. Will ich nicht, aber theoretisch wäre das problemlos möglich. Ne? Ja, ich glaube, das sind die wesentlichen Sicherheitseckdaten, die man dazu natürlich noch verlieren sollte. Bei dieser Flammenstärke übrigens ist der Ölverbrauch auch durchaus ziemlich gewaltig. Normal, ich habe das mal schon anders früher ausprobiert, reicht so eine kleine Dose, das brennt 8 Stunden, wenn du wirklich mit so einem kleinen Docht und so einer kleinen Flamme arbeitest. Mit dem Ding, was hier jetzt rauskommt, ist es wahrscheinlich, jetzt komme ich auf eine Gesamtbrennzeit von vielleicht einer halben Stunde oder was. Naja, lass es 35 Minuten sein, aber dann ist auch Schluss. Und das war voll, das Gläschen. Ich weiß nicht, was da genau reingeht. Ich schätze mal ein bisschen über 100 Milliliter.
Und das ist schon ein ordentlicher Petroleumverbrauch für gerade mal so eine halbe Stunde Licht oder wie gesagt, lass es 35 Minuten sein. Also Ressourceneffizienz ist da auch hinten und vorne nicht gegeben. Zum Filmen funktioniert es halt eben. Und ich wollte das jetzt unter anderem auch deswegen eben nochmal ausprobieren, einfach weil ich mal gucken wollte, wäre das denn eine preisgünstigere, vernünftiges Lichtquelle für irgendwelche Filmprojekte im Dunkeln. Vernünftiges Licht meint jetzt nicht unbedingt Taschenlampe. Ich meine, klar, man kann mit der Taschenlampe alles ausleuchten, ist super, nur die Stimmung... Ich mag dieses helle, dieses grelle Licht nicht. Also zum Rumlaufen im Wald, damit du was siehst, klar, kein Thema, ist super. Aber zum gemütlich was erzählen, nein, dann muss das schon wirklich dieses rötliche Flammenlicht sein. Das ist das einzig Wahre. Durchaus möglich, dass ich trotzdem mal hin und wieder mit entsprechend Kunstlicht arbeite, wenn ich dann im Dunkeln mal was filmen muss. Wenn es darum geht, dass man da auch wirklich was sehen soll, dann werde ich das auch weiterhin so machen. Aber wenn es nur um was zum Erzählen geht, habe ich, glaube ich, in künftig dann häufiger mal so ein Ding im Einsatz. Und noch ein wesentlicher Sicherheitshinweis, seid euch darüber im Klaren, solange da Petroleum drin ist oder irgendein anderes Lampenöl, kriegt ihr das Ding nicht verpackt. Ne? Also sobald das Loch im Deckel ist, ist das ja logischerweise nicht mehr dicht. Man kann sie also so mehr oder weniger als Einwegöllampe verstehen. Muss man natürlich nicht, kann man ja auch, wenn es abgebrannt ist, dann trotzdem im Rucksack nach Hause transportieren, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Theoretisch kann man es auch einfach nur erloschen und trotz undicht im Rucksack mit nach Hause transportieren. Das würde ich aber auf keinen Fall empfehlen. Ich habe das mal versucht, das ging böse aus. Oder dritte Möglichkeit, solange nur noch ganz, ganz wenig drin ist, man packt es halt einfach in eine Plastiktüte. Das wäre jetzt mein Plan, weshalb ich jetzt noch hocke, bis der Rest verbrannt ist und gemütlich den Abend genieße und habe ein Plastiktütchen dabei und da kommt das dann rein und dann kann ich es auch wieder mit nach Hause nehmen und bei irgendeiner anderen Gelegenheit nochmal verwenden. Und wer mag, kann sich dann natürlich auch noch irgendein Anti-Mückenöl reinkippen, wenn er vielleicht am Lagerplatz ein bisschen eine minimale Mückenreduktion erreichen möchte. Viel bringt das nicht, wirklich nicht, glaubt's mir. Aber ein bisschen schon, das ist schon spürbar, aber ne, macht die Sau eigentlich nicht fett. Okay, dann wünsche ich in diesem Sinne einen erholsamen Feierabend. Ich versuche ja meine Videos immer so ein bisschen mittags, also zumindest geplant, mittags online zu bekommen, damit man die dann am Feierabend gucken kann. Wer einen geregelten Feierabend hat, ich nicht. Macht's gut.